spielen. Ja, die meine ich nicht. Nee, den Premium nicht im Moment. Ich nehme die Runde mal auf für die Fehleranalyse. Kampfoffiziere. Achso, nur für die Kampfoffiziere. Ja. Ah, und dann sehe ich es wieder in YouTube. Okay, also, wir machen das so. Unsere drei, zwei richtigen Heavys fahren grob hierhin. Die BZs stellen sich hierhin in die Büsche. EBR macht hier EBR-Sachen. Die anderen Mädels, wir fahren möglichst weit hinten da rum und stellen uns da auf die Rutsch ein. Bloody, tu ein bisschen langsam mit aufmachen. Nicht so aggressiv, Bloody. Wir müssen schießen können. In welche Büsche die BZ nochmal? Da oben sind so Büsche, da wo normalerweise die TDs und Mets drin stehen. Da wo du da hintern schießen kannst, auf dieses Gebüsch hier. So. Jetzt habe ich dummerweise noch eine Artischlag. Das heißt, ich tue mal ein bisschen langsam. Pass mal auf mit den Bäume fällen hier. Okay. Progettos, bis zu mir hier, auf diese Welle drauf. EBR, mach mal EBR-Sachen. Einer der Progettos, Stefan, los, guck mal, dass ein bisschen hier rausfährst. Nicht, dass wir von den Mäts seitlich gerummelt werden. Und jetzt, sobald da was aufgeht, müssen die halt sterben. Da unten T44 Mäts. Stefan, fährst du auch da ein bisschen hoch, dass du mitschießen kannst? Ein Schwachsinn schon wieder. CS seitlich nicht penetriert. Ist klar. Boah, ich bin jetzt leider gerade leer. Also den ersten haben wir raus, das ist gut. Dunkle WZ so. Okay. Der Defender. Guck mal. Ja, genau. Guck oh, mal. Das schmeckt, hä? Ruhe, ruhe, ruhe. Entschuldigung. Die Defender und der andere Heavy. Guck mal, dass er weiter rüber kommt. Löwe, genau. Ein bisschen weiter rüber stellen. Oh, aufpassen. AMX nicht so weit vorfahren. Stefan, fahr mal da ganz hinten rein und guck, ob du da reinkommst und nicht aufgehst. Jawohl. So, EBR, mach mal bitte EBR-Sachen wieder. Ja, aber da Progetto, ne? Der sitzt ganz schön zufrieden. Ja. Also ich bin auf jeden Fall, wir sind hier eingezielt eigentlich. Also ich bin hier. Okay. Ah, das ist zu weit weg. Okay, Platti, hau ab, wir können da nicht schießen, das ist außerhalb der Darstellungsreichweite. Metz, Stefan, du warst schon nicht auf, oder? Ich bin auch nicht auf, nein. Okay, Metz, wir fahren genau das gleiche wie der Stefan hier rein. Heavys, ihr haltet bloß die Stellung, die sollen kommen. Wir versuchen jetzt von hinten reinzuschießen mit den Mates. Wie weit soll ich vor bis hinten an die Ridge? Ja, da, hier an die Ridge irgendwo. Soll auf jeden Fall noch in den Büschen drin bleiben, dass du nicht aufgehst. Auch nicht auf den VK schießen, wenn du könntest, sondern warten bis wir kommen, dass du ja nicht aufgehst. Genau. Okay, scheiße. Dann kannst du auch schießen. Okay, unsere BZs fahren hier an der Seite hier mal rein. Die anderen zwei Heavys bleiben hier. Vorsicht, ich bleib mal kurz stehen mit dem Progetto. Ich schmeiß jetzt den Arzt-Schlag da rein. Okay. Heavys, ihr könnt quasi auch schon auf jeden Fall hochfahren, dass ihr schießen könnt. Weiß, was aufgeht. Sollen wir rüberrommeln, die BZ, oder nicht? Ja, ich guck grad. Ja, fahrt rüber. Guck, dass er die Mates mit P44, C52. P44, der Pantera? Genau. Mates, wir müssen ein bisschen weiter vor, dass wir mit reinschießen können auf den VK und auf das ganze Gedöns. Unsere Heavys können eigentlich auch schon nachziehen. Wie man den CS? Mates, der VK muss raus. VK. Nicht Shield Phoenix. Gut, jetzt wir ziehen weiter mit dem K hinten rein. Das Scout steht hier irgendwo. Ja, den wollen wir ja hoffentlich leer aufmachen. BZ und Defender, Löwe, haltet eure HP zusammen, dass wir Mets hinten reinschießen können. Hervorragend.
So, jetzt Füße auf die PZ da von der Seite rein mit. Heavys, ihr beschäftigt sie nur. Hier steht irgendwo ein WZ, glaube ich, noch. Der ist tot. Ah, der ist tot, danke. Ja, stimmt. Haben wir rausgenommen. Okay. Immer dieser Stress. Gibt's jemand, gibt's einen Med, der wenig HP hat? Wenn ja, dann in Cap rein. So mache ich das. Ich fahre in Cap rein, um sie ein bisschen unter Druck zu setzen. Und sobald die looten, schießt er drauf. Aber nicht wegwerfen. Ach komm, triff doch. Ich fahr zur Burg. Okay. Die Boras fährt da hinten. Einer der Progettos sollte noch. Nein, ich bin ja vorhin beim Cappen. Also, jetzt macht einfach ein bisschen Druck. Die Mädels fahren hier unten ran. Löwe, guck mal, ob du den Burast ein bisschen beschäftigen kannst. Defender, ihr drückt auf die Heavies. Das ist scheißegal. Ne? Guck, dass er noch ein, zwei rausnimmt von denen. Und, Progettos, wenn er jetzt reinfahrt, schießt nicht von vorne auf den WZ, sondern wirklich vorbeifahren, reinschießen. Wunderbar, komm, ich krieg noch voll raus. Ich cap noch ein bisschen weiter und den holt er auch voll raus. Ja, schön. Ich hab dich böse erwischt, mein Freund. Sehr schönes Spiel. Was eine Schrotflinte. Oh, ja, ey. Naja, es ging ja. Wir können das. 175.000. Wir haben auch hoffentlich Ressourcen drin. Ja, selbstverständlich. Habe ich doch vorhin schon gemacht. Wenn ihr das ganz toll findet, könnt ihr einen Daumen hoch geben und ein Abo natürlich da lassen. Oh. Noch eine Runde. Ihr seid so still. Ja, ich sollte so einem komischen Heavy einen Artischlag geben. Nicht mir. Sonst habe ich schlechte Runden. Swan 64, du kannst es bestimmt. Ja, meiner Willen. Ja, mir geht es bis darum. Ich will es nicht ein BZ geben. Ach so. Gut, also dann macht wieder alle grün. Kann ich den frei Schnauze setzen oder sagst du an? Im Prinzip, also auf jeden Fall, wenn du kurz vorm Sterben bist, wirf schon, aber ja. Ansonsten eigentlich eher auf Ansage. Okay. Aber wenn du wirklich irgendwas ganz brutal Gutes siehst, traue ich dir das auch zu, dann wirf schon einfach. Und mir wurde gesagt gehabt letztens, dass selbst wenn du ins Nirgendwo schmeißen solltest, aus Versehen, gibt es trotzdem Punkte. Ja, ja. Ja, die Hauptsache, du stirbst nicht mit dem, ja. Ja, also auf jeden Fall, du musst ihn auf jeden Fall, deswegen habe ich gesagt, ja. Kurz vorm Ding schnell warpen und wenn du auf dich selber wirst. Dann nehme ich lieber einen Kollegen von mir, auf den ich den werf. Oh nee, den kriege ich das ja wieder ab. Ja, da hast du recht, Stefan. Wer vier Kills macht, dann. Nimm Anja. Die freut sich über sowas. Einer wird gerne penetriert. Mein lieber Freund, irgendwann komme ich vorbei und penetriere dich und dann wirst du es nicht mehr mögen. Das geht auch andersrum. So, wir wollen ja jugendfrei bleiben, oder? Also, Konzentration. wir versuchen es wieder mit meiner Brutalo-Taktik. Oh je, wie sieht die aus? Ja. Mir schwant Übles. Ja, genau. Ladi, schwimm mal ein bisschen in der Gegend hier rum. Die kompletten 5 Heavys fahren hier durch. Oh, nee. Die Progettos
Beistück fahren hier hinten rum und stellen sich hier irgendwo hin. Beistück fahren komplett hinten durch und gucken, dass sie auf Anteil kommen. Ich war hinten rum, weil ich relativ weit außen stand. Ja, die anderen, alle Progettos fahren hinten rum. Nur die zwei biegen rechts ab und die zwei vordersten gucken, dass sie A1, A3, A4 fahren. Ist da ein Turbo drin, Anja, eigentlich? Ja. Ja. Gut, dann machen wir. Genau. Ja, warte, geht's jetzt. Wenn ihr hier seid, geht ihr auf die Defender und den Löwe. Das ist der BZ, okay. Hallo, Entschuldigung. Wir fahren jetzt richtig brutal rein. Die fahren über den Höhe, das heißt, die BZ wartet bis ich, wie gesagt, kurz bis die Defender da sind, biegt dann gleich rechts ab Richtung Cap und gemeinsam, der vordere BZ stoppt noch nicht in Cap reinfahren. Eher rechts. Tut mir leid, meine Rakete war am Ausflippen. So. Okay, jetzt ist egal, wenn der Löwe nicht da ist, die drei BZs und der Defender im Cap rein. Die Progettos, die hinteren zwei, bleiben auf A4, guckt, dass ihr da schießen könnt Richtung Höhe. Und Bea und ich, wir opfern uns quasi, wir fahren denen entgegen. Die dürfen nicht kommen. Hä, hey, sie haben sich einen Heli geholt, ja. Genau. Defender, guck, dass du hier irgendwo hinfährst. Ups. Die dürfen uns nicht decappen quasi. Du blockierst mich gerade. Warte, bis der Arti-Schlag weg ist. Löwe, guck Richtung Defender mit. So, wir cappen die jetzt einfach aus. So, Defender, Löwe, ihr müsst gucken, dass das Skoda nicht mehr konnte, aber 12 Sekunden schaffen wird. Bea, zieh dich zurück. Arti-Schlag noch rauslaufen auf irgendwas. Jetzt dürft ihr euch nicht mehr treffen lassen. Entschuldigung. Ja, ja. Gut. Ein 800er. 1000 habe ich ihn gedrückt. Oh, wow, geil. Die Dinger sind so broken. Gut. Das war jetzt eine kurze Runde. Aber schnell hochgeladen dann. Fast 1000. Krass. Du, Rossi, ich habe mal eine Frage. Ja, lieber. Suchen wir eigentlich noch Leute für die Kampa? Ich bin nicht da, frag Anja. Anja, suchen wir noch Leute für die Kampa? Derzeit sind 15 Leute safe. Ja, so 20 brauchen wir schon, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, Ersatz wäre ich und Stefan auf jeden Fall auch noch. Also Leute, wenn ihr noch einen Clan sucht, bewerbt euch, schreibt mich gerne an in-game, ne? Wir suchen noch Leute für die Kampa, ihr solltet einen 10er haben. Am besten einen CS, GS, 79F, dann wär's uns ganz recht. Wir nehmen aber auch alles. Genau. Fast alles. Tschüssikowski.